schauen Sie sich mal bitte in Ihrer Wohnung um. Gibt es da ein Möbelstück, das Sie so richtig cool finden? Vielleicht, weil es handgemacht ist oder ganz besonders schön designt? Falls nicht, gibt es jetzt genau die richtige Online-Plattform für Sie. Die stellt nämlich eine Verbindung her zwischen uns Kunden und Designern aus der ganzen Welt. Und so funktioniert's. Hey, it's Many Mornings. Hello from Poland. It's Adrian and Maciek from Many Mornings. Together, we are Woodnot Design, a Brooklyn-based company out of New York City. Hello, I am Rauno. And I am Kertu. We are from Estonia. Together, we are Gekkoni, and we make handmade clothing racks and bird lights. Hallo, ich bin Mike, Niederlander, und ich lebe seit 15 Jahren in Berlin. Ich designe und verkaufe selbstgemachte Möbel aus recyceltem Bauholz. Designer und Handwerker aus der ganzen Welt, sie haben eines gemeinsam. Die Internetplattform, über die sie ihre Produkte anbieten. Wie der Holländer Mike, den wir in seiner Werkstatt in Berlin treffen. Bis vor kurzem war er noch Weinhändler, jetzt verkauft er über Etsy. So heißt die Plattform, seine eigenen Möbel. Wie ich mich beschlossen habe, mich beruflich zu ändern, war es für mich logisch. Shop bei Etsy, let's go international. Das heißt, es kostet dir ein paar Cent Einstellgebühr und die ganze Welt sieht deine Produkte. Mike macht Möbel aus recyceltem Holz. Damit erfüllt er eine Bedingung, die die Homepage an Verkäufer stellt. Ihre Produkte müssen vintage sein oder handgemacht. Eine Idee, die anscheinend gut ankommt. Momentan verkaufen wir ungefähr 3 bis 4 Möbelstücke in der Woche. Hauptsächlich Privatkunde. So Kunde, die Wert legen auf etwas Individuelles, Handgemachtes. Nachhaltig sollen die Produkte sein und individuell. Wer in Mikes Shop auf der Internetplattform etwas bestellt, bekommt sogar ein Unikat. Den Designmarktplatz im Internet gibt es seit 2005, gegründet in den USA. Heute, nach über 10 Jahren, stehen auf der Seite 35 Millionen Artikel zum Verkauf. 2,4 Milliarden Euro Jahresumsatz. 1,6 Millionen Verkäufer und 26 Millionen Käufer weltweit. Angefangen hat das Unternehmen als Ein-Mann-Firma in einer Wohnung in Brooklyn, New York. Heute arbeiten in den Räumen der ehemaligen Bleistiftfabrik 600 Mitarbeiter. Wir treffen Sarah Stapoli. Sie leitet die Abteilung für Unternehmenskultur. Ein Unternehmen, das Designer aus der ganzen Welt zusammenbringen will, hat sowas. Und einen Handwerksraum, in dem die Angestellten basteln können. Sie sollen nicht selbst Produkte entwickeln, aber wissen, wie sich das anfühlt. Das Werkeln macht die Leute glücklich. Es ist ja bekannt, dass man produktiver arbeitet, wenn man immer wieder kleine Pausen einlegt und etwas ganz anderes macht. Dabei bekommen die Mitarbeiter ein Gefühl dafür, was unsere Verkäufer eigentlich machen, was uns ausmacht. Die Handarbeit. Es erinnert uns daran, was wir eigentlich machen. Das Unternehmen setzt auf die Kreativität seiner Mitarbeiter und lässt sich dafür einiges einfallen. Bastelräume, gemeinsames Essen auf Firmenkosten, Yogastunden oder Überraschungen als Belohnung für gute Arbeit. Auch wir bekommen überraschende Antworten. Was bedeutet Etsy? Woher kommt der Name? Es hat keine Bedeutung. Die Geschichte dahinter ist, dass es keine gibt. Unsere Gründer haben mal beschlossen, dass sie einfach jedes Mal eine andere Geschichte erzählen, wenn sie gefragt werden. Du kannst dir also einfach irgendeine Geschichte ausdenken. Die Mitarbeiter arbeiten vor allem an der Homepage und am Marketing. Entweder in Großraumbüros oder abgeteilten Arbeitsinseln. Die Ausstattung der Büroräume kommt von Designern, Architekten und Handwerkern aus der Gegend von Brooklyn. Denn das ist die Idee, Hersteller aus der ganzen Welt zusammenzubringen, aber gleichzeitig auch kleine Betriebe aus der Umgebung zu unterstützen. Ein millionenschweres Unternehmen, das sich für kleine Firmen einsetzt. Das klingt fast zu schön, aber ist anscheinend ernst gemeint. Wir können nicht einfach sagen, wir wollen nach außen so auftreten und das bei uns selbst nicht so machen. Wir müssen zu Hause damit anfangen. Dann können wir auch andere Firmen zum Umdenken bewegen. Veränderungen brauchen Zeit, aber sie können passieren. Hersteller von Massenware dürfen auf der Plattform nicht anbieten. Die Verkäufer müssen sich an die Nachhaltigkeitsrichtlinien des Unternehmens halten. Auch hier geht man mit gutem Beispiel voran.
Alle Möbel sind aus nachhaltigen Materialien oder sogar recycelt. Das an der Wand zum Beispiel sind alte Schreibtischplatten. Wir recyceln und kompostieren unseren Müll. Deshalb stehen auch überall diese Sammelbehälter. Unser großes Ziel ist es, irgendwann gar keinen Müll mehr zu produzieren. Viel Einsatz für den guten Zweck. Aber letzten Endes wollen die Macher der Internetplattform natürlich Geld verdienen. Und das tun sie. 2015 lag der Jahresumsatz bei 2,4 Milliarden Euro. Vor allem dank dieser Menschen und ihrer Produkte. We are from Ukraine and we are creators of Enjoy the Wood Shop. Dream great dreams. And I make clocks out of recycled and vintage materials. And this was one of my first objects. A table lamp made in solid wood, hand-carved using steam and hand-painted in different colors. One of the things that we make is the Power Play, which is a cable organizer for the MacBook. I want to show you one of my favorite and our the most popular Tipien. Deutschland ist für so ein Unternehmenskonzept einer der wichtigsten Märkte. Wir Deutschen geben zum Beispiel rund 400 Euro im Jahr für Möbel aus. Bei den Schweden sind es 340 Euro. Bei den Amerikanern gerade mal 210 Euro. Damit ist Deutschland weltweit Spitzenreiter. Deshalb hat das Unternehmen ein Büro in Berlin aufgemacht. Bislang arbeiten hier 20 Mitarbeiter. Aber, so sagt man uns, der deutsche Markt wächst überdurchschnittlich schnell. Deutschlandchef Arne Erichsen erklärt uns, wie die Plattform funktioniert. Der erste Schritt ist wie bei anderen Internetshops: ein gewünschtes Produkt suchen. Ab da können sich die Käufer eng mit den Herstellern austauschen. Du kannst mit dem Verkäufer während der ganzen Zeit kommunizieren. Und das ist entscheidend, denn meist wünschen sich die Kunden spezielle Anfertigungen. Über ein Kontaktfenster können Sie den Entstehungsprozess verfolgen. Das Unternehmen selbst stellt für die Produkte nur die Plattform. Wie verdient es damit Geld? Wir bekommen dafür eine kleine Listungsgebühr. Das sind 20 Dollarcent pro Artikel, den ich einstelle. Und ansonsten bekommen wir nur Geld, wenn ein Verkauf auch stattfindet. Das sind 3,5% von dem Artikelpreis. Die sind im Preis schon drin. Versandkosten und gegebenenfalls Zollgebühren muss der Käufer aber zusätzlich zahlen. Je nach Größe und Gewicht eines Artikels kann so beispielsweise ein vermeintlich günstiger Sessel aus einem fernen Land doch teuer werden. Größere Möbelstücke bestellen die meisten Käufer daher aus der Region, in der sie leben. Kleinere Artikel wie Schmuck, Kleidung oder Lampen auch weltweit. Diesen Mix hat auch Letizia aus Berlin in ihrer Wohnung. Möbel aus der Region. Kleinere Stücke aus der ganzen Welt. Letizia arbeitet bei Etsy. Und das hat abgefärbt. Ihre Wohnung könnte ein Showroom des Unternehmens sein. Voller Dekostücke, Lampen oder Vintage-Möbel. Alles handgemacht und Einzelstücke. Auch manches vom anderen Ende der Welt. Mein aktuelles absolutes Lieblingsteil ist dieser Faultier-Ring. Aus Thailand. Wir sehen viel Schmuck, Vasen, Bilder. Wer shoppt denn auf der Internetplattform? Mehr Frauen? Nein, etwa die Hälfte der Käufer sind Männer. Man kann sogar gezielt Artikel für Herren suchen. Aber was, wenn ein Möbelstück oder etwas Kostspieliges vom anderen Ende der Welt falsch angefertigt wird? Wer haftet? Und kann man umtauschen? Wenn etwas direkt falsch angefertigt wurde, und sowas kann natürlich passieren, dann ist jedes Umtauschrecht auch in den AGBs entsprechend geregelt. Und der Käufer kann dann in dem Moment natürlich auch umtauschen, wenn etwas falsch angefertigt wurde. Auch das regelt er dann wieder direkt mit dem Verkäufer selber oder wenn er Hilfe braucht mit unserem Kundenservice. Das Risiko trägt vor allem der Kunde. Der muss auch für die Rücksendegebühren aufkommen. Aber es gibt Bewertungen auf der Homepage. Das heißt, es können Verkäufer bewertet werden. Und das Wichtigste ist erstmal, dass auch wirklich nur Verkäufe bewertet werden können, die auch stattgefunden haben. Ein Risiko bleibt trotzdem. Dafür bietet die Plattform auch viel Spaß. Von zu Hause aus schöne Dinge einkaufen. Individuell und nachhaltig. Von kleinen Betrieben und Menschen aus der ganzen Welt.